Der Cobus-Deck übernimmt hinter unseren Falzmaschinen das Abstapeln von Paketen mit gefalzten Signaturen. Bei der Suche nach dem richtigen Arm ist uns sehr schnell aufgefallen, dass die meisten Roboterarme keine wirkliche Kollaboration zulassen. Die Performance-Level-Anforderungen sind für einen sicheren Betrieb sehr hoch. Unter anderem deshalb haben wir uns für die Universal Robots E-Series entschieden, die den Roboter hier neu definiert. Einfach zu handelndes System und gute Integration in unsere Maschinensteuerung machen es einfach, mit dem Roboter zu arbeiten. Es gibt auch noch andere Anwendungen in diesem Bereich, wie zum Beispiel in den Klebebindern, wo klebegebundene Broschüren abgesetzt werden. Diese Pakete sind aber deutlich schwerer wie die Pakete hinter unseren Falzmaschinen. In dem Fall mussten die Pakete verkleinert werden, was aber auf die Leistung der Vorgängermaschine ging. Mit der Erhöhung der Nutzlast nun vom neuen UR10E haben wir die Möglichkeit, auch dort den Cobus-Deck zum Einsatz zu bringen, ohne die Geschwindigkeit der Vorgängermaschine zu reduzieren. Wir haben in den letzten Jahren unsere Falzmaschinen immer schneller gemacht. Das heißt, der Bediener wurde immer mehr körperlich belastet. Dieser Bediener hat am Tag in einer Schicht bis zu 7 Tonnen Papier abgesetzt. Dies übernimmt nun der Cobus-Deck. So gut wie nie hat eine Maschine das maximale Leistungsziel erreicht. Dies war nun der Ansatz von der Firma MBO, den Cobus-Deck zu entwickeln. Nun hat der Bediener genügend Zeit, sich um administrative Dinge zu kümmern, sowohl als auch die Qualität zu prüfen.